Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Die erste Episode nach dem Update. 4 Jahre Clankriege feiern wir und wir haben schon einen neuen Clankrieg gestartet. Was ich aber mal sagen muss, im letzten Clankrieg habe ich 8 Millionen Beute gewonnen und es passen aber in mein Lager nur 3,6 Millionen rein. Ich habe also 5 Millionen von beidem verloren. Ich glaube, 18.000 Dunkles verloren. Ja, läuft. Ja, läuft. Das hätten sie sich auf jeden Fall mal ein bisschen überlegen müssen. Wir machen mal eben noch ganz schnell 2 Mauern. Rupp. Oh, noch 131. Noch 131 Mauern. Und ich habe mir überlegt, werden wir zunächst einmal ein paar Wohltaten tun und werden mal ein paar Juwelen kaufen. Und oh, wir geben den Leuten ein paar Juwelen. Wobei, nein, das mache ich. Mache ich das hier oder mache ich das in dem... Das mache ich im Community-Clan. Wir trollen ein bisschen gleich. Wir trollen hier auch. Wenn ich irgendwo eine Nachricht sehe. Ist hier irgendwo was? Erstmal werden wir uns jetzt den... Wir werden uns den allerletzten... Das ist jetzt meiner. Jetzt habe ich beide beansprucht. Ich kann leider nur 2. Jetzt habe ich beide beansprucht. Und pass auf. Ganz oben, damit das jemand sieht. Schreiben wir jetzt was hin. Mami. So. Los. Ey, wieso geht das nicht? Mami. Ach, ich muss unten wahrscheinlich drauf drücken auf den. Bitte? Mach einen Umschlag. Ja, ein Umschlag. Du musst aktualisieren, Mami. Ah, für alle Leute, die das Update nicht haben, also die War Tools nicht sehen, müsst ihr mal in euren Store gucken, also entweder in den Google Play Store oder in den iTunes Store und müsst das Spiel mal aktualisieren. Wer ist denn die Nummer 1? Rüdi ist die Nummer 1, das bedeutet, Rüdi muss die Nummer 2 angreifen. Rüdi kann nix, Mami. So, bin mal gespannt, was mein kleiner Trollversuch hier für Auswirkungen hat. Ah, gibt kein Update. Was? Ich hab's doch eben geupdatet. Ich hab's gerade vor dieser Folge geupdatet. Wir gehen jetzt auch mal eben rüber in den Community-Clan. Wollen noch ein bisschen trollen und wollen dann auch mal eben die Juwelen kaufen für meine Freunde aus dem Community-Clan. Bis gleich. So. Also mal zurück. Mami. Ah, ich habe übrigens hier einen 50er-Clan-Krieg gestartet. Lol, ich hab den Ressourcentrank benutzt hier. Ich hab noch 6 Tage Schild. Und jetzt werden wir mal schreiben. Da hab grad das World Up, aber ihr müsst euer Spiel updaten. So. Geschenke für alle. So, Geschenke für alle. Ressourcen, Schätze. Ich kaufe jetzt für 10,99 etwas. Bis gleich. Es kann gut. Ah, ich wollte schon sagen, es kann gut sein, dass es nicht funktioniert. Zuletzt hat es immer mal wieder. Gehakt bei Google Play, da konnte ich's, beziehungsweise bei Android, das hat dann nichts mit Google Play zu tun, es liegt halt dann, keine Ahnung, hat irgendwas mit meinem PayPal und da sind sie alle schon am Geiern. 13 sind noch da, 13 Juwelen, 13 Mal, lasst bitte den Chat frei, Leute, schnappt euch die Juwelen und jetzt wollen wir mal gucken. Ich kann hier was, da ist schon nämlich eine Nachricht. Hey, ah! Endlich mal jemand, der das gescheit hingeschrieben hat. Zuletzt bearbeitet von Highplays HD. Können wir vielleicht erstmal tauschen. Jetzt schreibe ich nämlich mal was. Wollen wir erstmal trollen? Ich bin Nummer 3. Und jetzt schreibe ich mal. Wie sieht er denn aus? Ich glaube nicht, dass ich ihn... Ich habe noch Machttränke. Ich habe noch Machttränke satt. Das schaffe ich, Mami. So. Rup. Ist 3 Sterne, Mami, so. Rupp. Ziel beanspruchen. Ja, wie geil habe ich das jetzt. Wollen wir noch eins machen? Pass auf. Wir machen mal noch ein lustiges. Nabuel stinkt nach Magie, so. Und eine Nachricht. So, haben wir noch Geschenke?
12 Stück. Lass den Chat frei, bitte. Lass den Chat frei. Lasst den Chat frei. Lasst den Chat frei. Lasst den Chat frei. Wegen den Geschenken. Lasst den Chat frei. 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 Den nächsten kicke ich, der den Chat nicht freilässt. Lasst den Chat frei. Und jetzt werden wir eine Nachricht schreiben. Das Geschenke im... Geschenke im Chat greift zu. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Nachricht ist angekommen. Und Gegner ist Indian Avenger. Indian Avenger. Das ist meine Nachricht. Und hier ist auch meine Nachricht. Haben wir sonst irgendwelche Nachrichten? Ich gucke gleich mal bei uns im Clan noch. Wir gehen jetzt nämlich mal wieder rüber. Oh, hier schon. Die mache ich. Mache ich auch. Ja, das ist natürlich sehr geil. Keine zwei Nummern reservieren. So. Keine zwei Nummern reservieren. Zack. Jetzt ist es von mir beansprucht. Hahaha. Ah, Leute, lasst doch den Chat frei. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ey, wir gehen jetzt mal wieder rüber. Moment. Ach, ich liebe die Supercell-ID. Man kann so leicht wechseln. Es ist super. Okay, haben wir jetzt hier noch was? Da oben sind meine Nachrichten. Was gibt's hier noch? Da muss ich Rüdi kicken. Oh, ey, stimmt mal ab. Soll ich Rüdi rausschmeißen aus dem Clan? Oh, hier ist auch noch was. Soll ich Rüdi... meins. Ja, also das ist natürlich echt super. Das lohnt sich sehr. Das lohnt sich natürlich. Ach so, das bin ich. Die habe ich beansprucht. Nein, 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 nein. Ah, okay. Fred, der alte Troll. Das ist natürlich echt super. Wir haben die Regel minus 1 angreifen im Clankrieg. Wenn man dann quasi seine minus 1 beansprucht, ist das natürlich sehr. Ist das natürlich sehr logisch. Ey, den nehmen wir mal mit, oder? Nehmen wir den mit? Was ist das für eine Base? Hä? Was ist das denn für eine Base? Ich habe nur einen Sprungzauber. Nein. Kann auch sein, dass ich nur einen kleinen Cut mache. Ah, 500.000 Gold. Ich will am liebsten alles mitnehmen. Gold, Elixier, Dunkles brauche ich nicht. Boah, ein Rathaus. Ein Rathaus 10er? Nein. Soll ich mal ein bisschen üben für den Clankrieg? Aber am PC ist das eh sinnfrei. Wir machen einen kurzen Cut. Ich suche mal einen Gegner raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Na gut, ich glaube, den müssten wir kriegen. Ich meine, ich gehe sowieso jetzt irgendwann bald wieder runter. Also ich kann nicht hier oben bleiben. Ich verliere hier oben einfach zu viel Loot. Das ist es mir dann ehrlich gesagt nicht wert. Und deswegen. Nein, die Adler-Dev geht auf meine Nase. Jetzt habe ich den König gezündet. Ja, GG. Ja, GG. Jetzt habe ich aus Versehen schon den König gezündet. Ist aber egal. Adler-Dev schießt nochmal. Ist aber egal, weil wir jetzt ja sowieso mal einmal den Warden anschmeißen. Rathaus ist down. Bedeutet, wir kriegen auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, wir kriegen den Bonus. Nehmen noch ein bisschen was mit. 50% werden wir auf jeden Fall holen. Dann noch was. Außen ist auch noch was. Außen ist auch noch was. Ich muss unbedingt wieder runter. Ich gehe, glaube ich, wieder in Gold oder in Kristall. Also hier oben. Hier oben werde ich einfach zu oft angegriffen und verliere dadurch zu viel Loot. Da habe ich keine Lust drauf. Auch wenn der Bonus natürlich gut ist hier oben. Den wollte ich nämlich noch mitnehmen. Ich glaube, es haben noch 2 Sterne gefehlt. Das liebe ich natürlich gerne mit. Also ärgerlich, dass ich 5 Millionen von beiden verloren habe, weil sie das nicht hinkriegen, dass man das alles in der Clanburg speichert. Es war doch klar, dass die Clanburg überläuft. Das war doch klar. Das hätte ich da, das war mir schon, ich dachte, das würde halt dann über, sozusagen überlaufen. Naja. Aber oh, wir kriegen sogar noch den vollen Bonus. Ach, außen hatte der auch noch was überall? Es leben einfach noch so viele Hexen. Es leben einfach noch so extrem viele Hexen. Kommt. Ach komm, Leute. Ach kommt. Ach komm. 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 Nehmt euch doch alles mit. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zum Update in die Kommentare. Ich kam jetzt noch nicht dazu, die Kommentare von der ersten Folge zu lesen, weil ich die jetzt im Grunde ja nicht direkt danach aufnehme, aber zeitig danach aufnehme.
Deswegen kam ich halt noch nicht danach, das zu lesen. Aber könnt ihr mir ja mal gerne schreiben. Und kriegen wir noch ein bisschen was? Ich meine, es ist ja noch Loot da. Die beiden Hexen können noch ein bisschen was nehmen. Ja, schön, Leute, schön. Nehmt euch noch ein bisschen Gold mit. 131 Mauern noch, ne? Hab ich richtig gezählt? Ich wollte gerade schon sagen, warum schießt denn die Hexe auf die Mauer? Alter, bist du blöd? Schieß doch nicht auf die Mauer. Ach Mädel. Muss das sein jetzt? Oh, ey, wie dumm kann man denn sein? Hallo, nicht auf die Mauer. Hallo, oh Mädchen, ey. Es darf doch nicht wahr sein, sie schießt auf die Mauer. Obwohl eigentlich sie nur... Da ist doch auch nichts dahinter. Ich meine, gut, klar, die Skelette machen ein ganz bisschen Schaden an der Mine. Nicht der Rede wert. Ey, ganz ehrlich, da ist nichts dahinter, nichts. Ey, selbst wenn die das kaputt macht, dann wird sie dann irgendwas dahinter noch sich schnappen können. Ach, lauf doch einfach an der Ecke vorbei. Wir hätten noch locker die noch komplett gekriegt. Ach, und so spawnt sie immer wieder neue. Ja. Das wird jetzt noch 100 Millionen Jahre so weitergehen, aber zum Glück ist die Zeit abgelaufen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall 1 Million mitgenommen. 1,2 Millionen sogar mit Bonus. Haben den Bonus noch den Sternbonus bekommen und es wurde wahrscheinlich wieder noch viel mehr rumgetrollt hier, wie ich meine Leute kenne. Etwa, er hat was wegen mir geschrieben, deswegen habe ich ja was geschrieben. Ja, Fred, ich hab dich auch lieb. Wieso? Es sind tatsächlich schon ein paar Nachrichten, wurden ja auf jeden Fall schon hinterlassen, allerdings in der Mitte noch gar nichts. Ja, wie gesagt, das ist halt sinnfrei. Deswegen, wir müssen uns auf jeden Fall noch eine Regel überlegen, dass da nicht ultra rumgespammt wird bei den Nachrichten. Aber da werde ich mir noch was einfallen lassen. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.